Wieso ist ein Weg das Schwierigste, was man in einer Minecraft-Landschaft bauen kann? Eine Stadt, Äcker, Wälder, Landschaften können von Region zu Region unterschiedlich sein. Mehrere Leute können daran bauen, ohne dass man wirklich was merkt. Wenn die Art, einen Weg zu bauen, sich aber radikal ändert, merkt man das halt allerdings schon. Außerdem ist es schwierig, dass er gut aussieht, da ein komplett gerader Weg in Minecraft nicht schön aussieht. Er sieht halt nach World Edit aus. Und ein Weg voller unnötigen Kurven macht halt auch wenig Sinn. Man will ja auch keinen Umweg laufen. Das heißt, man muss gerade Abschnitte vermeiden, aber gleichzeitig auch das Gelände ausnutzen. Er soll abwechslungsreich aussehen, aber gleichzeitig immer den gleichen Stil haben. Der Weg soll schöne Kurven haben. Das ist aber zum Beispiel bei einem Gebirgspfad sehr schwierig. Oft muss man den ganzen Berg auf den Weg anpassen, damit dieser schön aussieht. Es braucht viele Stunden, jemandem das alles beizubringen. Die meisten verstehen es danach trotzdem noch nicht.